In einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man für solche Funktionen hier abschnittsweise Funktionsgleichungen hinschreibt, um dann analytisch, händisch über diese Funktion, über eine Periodendauer zu integrieren, um von solchen Funktionen den zeitlichen Mittelwert und den zeitlichen Effektivwert zu bestimmen. Und in einem anderen Video habe ich mal gezeigt, wie man diese dann von Hand bestimmten Funktionsgleichungen auch in MATLAB oder in Octave reinhackt, um die dort einfach nochmal zu plotten zur Probe, und dann ist es halt in MATLAB und in Octave viel einfacher, einfach numerisch den Mittelwert und den Effektivwert solcher Funktionen zu bestimmen, weil man nicht diese Integration von Hand machen muss. Und tatsächlich ist es so, dass als Ingenieurin im normalen Berufsleben sich kein Mensch, außer vielleicht so ein paar Kaputte wie ich, sich hinsetzt und sagt, oh, ich nehme jetzt mal schön Zettel und Stift und schreibe mir zu solchen Funktionen hier die Funktionsgleichung auf und integriere da von Hand drüber. Natürlich nehmen alle irgendwie Computerprogramme, Numerikprogramme wie MATLAB oder Octave, um das zu berechnen. Und dazu ist es, wenn man diese Programme vernünftig zu nutzen weiß, nicht mal nötig, diese Funktionsgleichung aufzuschreiben. Sondern das Zauberwort heißt Interpolation. Und das möchte ich gerne in diesem Video zeigen. So, und dafür fange ich mal hier oben mit dieser Funktion a an. Die ist natürlich konstant. Bei der ist das ganz einfach. Ja, aber wenn man das bei der verstanden hat, kriegt man es auch bei den anderen Funktionen hin. Ich nutze jetzt Octave in der neuesten Version. Man kann das auch im MATLAB machen. Und gehe mal in den Editor rein und gönne mir am Anfang wieder ein Clear All und Close All, um mit einem leeren Workspace zu starten und alle eventuell vorhandenen Abbildungen zu schließen. Und dann brauchen wir irgendwie eine Periodendauer, beliebig aber fest. Ich setze die mal auf 2 Sekunden. Und wir brauchen einen Spitzenwert dieser Spannung, U-Dach oder U-Spitze. Die setze ich mal beliebig aber fest auf 10 Volt. So, und dann ist jetzt so die Idee, eben Interpolation zu nutzen, also diese Funktion jeweils punktweise zu geben und dann MATLAB einfach zwischen diesen Punkten, also hier setzen wir jetzt einen Punkt am Anfang der Periodendauer und einen Punkt am Ende der Periodendauer, und dazwischen passiert ja nichts, und dann MATLAB oder Octave einfach dazwischen, zwischen diesen Punkten interpolieren zu lassen. Und die Funktion, die dafür gut ist, heißt interp1 für Interpolation eindimensional. Und wenn man sich deren Hilfe anschaut, die ist schon etwas länglich. Naja, dann steht da sowas da, wir können der Funktion dieser Interpolationsfunktion für eindimensionale Sachen ein x und ein y geben, also sozusagen die punktweise gebenden Funktionen und dann interpolierte x-Werte. Und dann gibt die Funktion uns halt die interpolierten y-Werte zurück. Also wir geben der Zeitpunkte und die Spannung an diesen Zeitpunkten und ganz viele Zeitpunkte, viel feiner gestuft. Und dann kriegen wir halt die feiner gestuften Spannungswerte für die Zeitfunktion zurück. Das ist so ein bisschen die Idee. Und natürlich fangen wir mal an, wie gesagt, mit Aufgabenteil A. Und wir brauchen jetzt mal ja, 2 Zeitpunkte hier am Anfang und am Ende. Und für die anderen Funktionen ist es nützlich, die halt einfach auf die Periodendauer zu normieren. Dann passt das nämlich für alle Periodendauern. Und deswegen schreibe ich hier mal hin t, klein t, tu groß t sozusagen normiert oder t normiert, weiß ich nicht. Ich schreibe das mal so, und zwar irgendwie so Punkte, punktweise. So, und wir wollen halt sagen, an der Stelle 0, hier wollen wir mal die Spannung geben. Und an der Stelle t, wenn man t auf t normiert, ist das natürlich 1. Ne? Also so bei sozusagen bei 0% und bei 100% der Periode. Und an diesen Punkten U-Punkte, und ich ergänze hier mal noch ein A für Aufgabenteil A, an diesen Punkten hier und hier haben wir halt einfach den Wert U-Spitze. So. Und jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie feine Zeitpunkte. Das nenne ich mal t fein. Oh, ich nenne das einfach t. Das sind die Zeitpunkte, die wir nochmal haben. T, die sollen linear gestuft sein zwischen 0 und 2-mal der Periodendauer zum Beispiel. Dann haben wir 2 volle Perioden drauf. Dann sieht das vielleicht so ungefähr so aus wie hier. Kann man ganz gut vergleichen. Und ich nehme mal wieder 1001 Punkte. Dann hat man genügend Punkte, um das irgendwie zu plotten und um daraus numerisch was auszurechnen. So, jetzt haben wir hier Zeiten, die sind natürlich in Sekunden, und wir haben das hier irgendwie normiert. Jetzt müssen wir beim Interpolieren halt aufpassen,
dass wir ja da entsprechend irgendwie zwischendurch umrechnen. So, aber jetzt ist die Idee, also nicht nur hier und hier, da haben wir jetzt die Spannung gegeben durch diese Funktion. Jetzt wollen wir halt überall dazwischen die Spannung wissen. Und deshalb, das ist das, was wir jetzt ausrechnen durch Interpolation. Und so wie das hier gerade in der Hilfe gegeben war, wir geben jetzt die punktweisen Zeiten, die punktweisen Spannungen dazu und halt die fein gestuften Zeiten. Also es kommt das hier, die punktweisen Zeiten, die punktweise gegebenen Spannungen und unsere fein gestuften Zeiten. Und jetzt muss man eben, wie gesagt, so ein bisschen aufpassen. Das hier ist normiert, das geht von 0 bis 1. Ist einheitenlos, ist dimensionslos, das sind Spannungen, hier sollen auch Spannungen bei rauskommen, aber das hier hat ja die Einheit einer Zeit. Also müssen wir hier mal durch die Periodendauer teilen. Und dann ist natürlich so eine Sache, wenn wir hier bis zwei Perioden gehen, dann würde das ja hier von 0 bis 2 gehen. Wir haben aber nur von 0 bis 1 Werte gegeben. Also müssen wir das hier hinten auch wieder irgendwie auf diesen Bereich 0 bis 1 bringen. Das habe ich in dem vorherigen MATLAB-Video schon mal so ein bisschen erklärt, die Idee dazu. Also wir nehmen einfach das hier, das ist ja sowas wie 0,25 und 0,5 und 0,75 und so und 1,25 und davon schneiden wir einfach den Ganzzahlanteil ab. Und wenn wir den Ganzzahlanteil davon abschneiden, dann kommt da einfach immer eine Zahl zwischen 0 und 1 raus, so dass das passen sollte. Wir können das ja auch gleich ausprobieren und gucken, ob das funktioniert, indem wir das jetzt einmal plotten. Plot die Zeiten, ups, und die Spannungen zu diesen Zeitpunkten. Und vielleicht noch eine Achsenbeschriftung. An der X-Achse ist tatsächlich die Zeit in Sekunden. Und an der Y-Achse haben wir die Spannung U von T und vielleicht noch besser UA von T in Volt. So, und in so einem Plot ist ein Gitternetz immer nicht verkehrt. Und da wir vielleicht noch andere Diagramme haben, sage ich mal am Anfang gleich, das soll in Figure 1 reingeplottet werden in die erste Abbildung. So, dann muss das Ganze einmal irgendwie gespeichert werden. Ich nenne das mal Interpolation. So, und dann kommt hier schon ein Diagramm raus und es läuft, wenn man in das Befehlsfenster reinschaut, ohne Fehlerchen durch. Und hier ist nochmal das Plotfenster und dann sieht man, das passt erstmal wunderbar. Unsere Zeit läuft von 0 bis 2 bis 4 Sekunden, zwei Perioden dauern und die Spannung hat überall den Wert 10 Volt. Und jetzt kann man natürlich, wie in dem vorherigen Video, daraus den Mittelwert ausrechnen und gleich ausgeben. Also der Mittelwert. Und dann, um das auszugeben, müssen wir den Mittelwert, den wir jetzt ausrechnen, mit Min. Und in das Min geht einfach die Spannung rein. Das ist der Mittelwert. Damit wird der von R-Zahl in eine Zeichenkette umgewandelt. Dann für die Ausgabe packe ich dann noch die Einheit Volt dran. Und Klammer zu. Ich hoffe mal, das passt. Können wir gleich mal ausprobieren. So, da steht Mittelwert 10 Volt, so wie das für diese Funktion auch sein sollte. Und auf die gleiche Art und Weise können wir natürlich auch nochmal hier den Effektivwert ausrechnen. Und der Effektivwert dazu wird die Funktion erstmal quadriert. Dieses Zahlenfeld elementweise quadriert. Dann der Mittelwert gebildet, der quadratische Mittelwert. Und von dem quadratischen Mittelwert die Wurzel. RMS, Root Mean Square, das ist der Effektivwert und der hat auch die Einheit Volt. Da sollten hier in dem Beispiel natürlich auch 10 Volt rauskommen. Und das passiert ja auch. Mittelwert 10 Volt, Effektivwert 10 Volt. Alles wunderbar. Okay, das war Aufgabenteil A. Dann können wir uns auf Aufgabenteil B stürzen. Und in Aufgabenteil B ist die Funktion jetzt so, dass
wir ein paar mehr Punkte brauchen. Also wir brauchen die Stelle 0, dann brauchen wir sowas, was kurz vor t halbe ist. Da soll die Spannung noch U Spitze sein und dann brauchen wir was, was ganz kurz nach groß t halbe ist, kurz nach einer halben Periode. Da soll das auf einmal minus U Spitze sein oder minus U Dach und bis zur Periodendauer soll das minus U Dach sein. Und dann bei 0. Beim Beginn der nächsten Periodendauer soll es wieder auf plus U Dach springen. Also brauchen wir hier 0, dann irgendwas, was kurz vor der Hälfte ist, dann nehme ich mal 0,499 und irgendwas, was kurz nach der Hälfte ist, da nehme ich mal 5,001. Kann man sich jetzt darüber streiten, wie viele Nachkommastellen man hier nimmt. Das sollte für den Anfang ausreichen. So, und dann bei den ersten beiden Zeitpunkten sehen wir, ist die Funktion eben plus U-Spitze, bei den letzten beiden Zeitpunkten ist sie minus U-Spitze. Also kopiere ich das einfach hier und ergänze dementsprechend ein Minus. Da muss hier noch ein B draus werden und hier muss ich ein B draus machen und hier muss ich ein B draus machen. Natürlich muss ich auch hier ein B draus machen und hier ein B und hier überall ein B, ein B, ein B, weil das jetzt UB ist. Und vielleicht ergänze ich mal hier noch, das ist der Aufgabenteil A. Und das, was hier jetzt kommt, ist der Aufgabenteil B. Und hier muss auch noch ein B draus werden. Und das plotten wir einfach in die zweite Abbildung. So, schauen wir mal. Also feuerfrei, da sollte jetzt natürlich für den Mittelwert, wenn man hier scharf drauf schaut, 0 rauskommen. Und der Effektivwert, wie schon in dem vorherigen Video besprochen, sollte halt wieder 10 Volt sein. Also erstmal testen. Das ist die zweite Abbildung. Die erste Abbildung mache ich mal zu. Kurze Probe, das scheint zu funktionieren. Die Spannung, auch wenn man diese blaue Kurve hier kaum sieht, Spannung geht auf 10 Volt. Die Spannung geht auf minus 10 Volt runter nach der halben Periodendauer und springt wieder hoch auf plus 10 und springt wieder runter und so weiter und so fort. So, und dann noch kurz die Werte prüfen. Der Mittelwert ist nicht exakt 0. Die Gründe dafür, warum das nicht exakt 0 wird, habe ich in dem vorherigen Video auch schon mal diskutiert. Das liegt jetzt einfach daran, dass wir diesen letzten Punkt doppelt haben und ja, dass natürlich hier das auch nicht so ganz klar ist, wann und wo die Funktion jetzt genau hoch und runter springt. Aber das ist nahezu 0 und der Effektivwert sind nahezu 10 Volt. So im Rahmen der Rundungsungenauigkeit und so passt das. Okay, also geht es weiter mit Funktion C. Der Verlauf von C sieht so aus. Ich kopiere das hier einfach wieder alles und ändere hier ganz viele Sachen in C, in C, in C, in C hier und C dort und ein C hier und ein C hier. Und dann wollen wir das in die dritte Abbildung plotten. Das soll auch ein C sein. Das soll auch für Aufgabenteil C gelten und C gelten und C gelten. So, und in Aufgabenteil C brauchen wir die gleichen Zeitabschnitte. Hier muss was gegeben sein. Hier, hier, hier und dort. Aber ich muss einfach noch ein bisschen was ändern. Hier steht zweimal U-Spitze. Hier steht zweimal U-Spitze und kurz nach der halben Periodendauer bis zum Ende der Periodendauer ist es einfach 0. Und das kann direkt ausprobiert werden. Jetzt die dritte Abbildung anschauen. Also die Spannung springt auf zweimal U-Spitze, also 20 Volt bis zur Hälfte der Periodendauer, geht dann runter auf 0, bleibt dort bis zum Ende der Periodendauer, springt wieder hoch auf 20, geht wieder runter auf 0 und so weiter und so fort. Das passt. So, wenn man jetzt dann hier von den Mittelwert ausrechnet, sollte da als Mittelwert ungefähr oder ziemlich präzise in unserem Fall jetzt wieder ungefähr 10 Volt rauskommen. Und als Effektivwert, das kriegt man hier noch gerade so im Kopf hin, 20 zum Quadrat sind 400, hier sind es 0. Der Mittelwert von 400 und von 0 sind 200 und die Wurzel von 200 sind 14,14, 10 mal Wurzel 2. Und das sollte hier auch ungefähr rauskommen. Mittelwert ein bisschen mehr als 10 Volt und Effektivwert 14,15. Naja, also 10 Volt und 10 mal Wurzel 2. Das passt. Okay, das war Aufgabenteil C. Es geht weiter mit Aufgabenteil D.
Und hier wurde es jetzt so ein bisschen kompliziert, weil man über diese linearen Funktionen nachdenken musste. Was gibt es hier für einen Anstieg und bei dieser hier, was gibt es hier für einen Achsenabschnitt? Schauen wir erstmal auf die D. Ich kopiere den Aufgabenteil C und ändere ganz viel. Ich könnte das natürlich auch mit Suchen und Ersetzen machen, aber wer weiß, was sich da noch alles sucht und ersetzt. Also überall aus dem C ein D, ein D. Wir plotten das dann in Abbildung 4 rein. Das ist der Spannungsverlauf D und hier unten muss das auch D sein. So, und also jetzt, wir starten wieder bei 0 und bei 0. Dann ist der erste Punkt, der gegeben ist, ein Viertel der Perioden da. Ein Viertel ist Dezimalbruch 0,25 und bei 0,25 hat man den Wert U-Spitze. Und dann bleibt es eben bis 0,499, also wieder bis kurz vor der Hälfte der Periodendauer bei U-Spitze. Und kurz nach der Periodendauer springt es auf 0 und bleibt bis zum Ende der Periodendauer bei einer weiteren 0. Das sollte passen. Also einmal ausführen. Jetzt muss ich die anderen Fenster wieder kurz wegklicken und dann kann man das zur Probe vergleichen und stellt fest, das passt. Wir starten bei 0, wir gehen auf 10 Volt bei einem Viertel der Periodendauer, bleiben bis zur Hälfte der Periodendauer bei diesen 10 Volt, springen runter auf 0 und das Ganze wiederholt sich. So, wenn man hier den Mittelwert ausrechnet, haben wir hier so einen halben, ja oder nee, könnte man sagen, das dieses Dreieck wäre eine Flächeneinheit, das wären zwei Flächeneinheiten, das macht zusammen drei, drei von insgesamt 8 Flächeneinheiten, die hinpassen würden. Also wäre der Mittelwert 3 Achtel, 3 Achtel mal 10 Volt, also 0,375 oder sowas, also 3,75 Volt und Effektivwert ist im Kopf schwer auszurechnen, deswegen macht man es ja numerisch mit MATLAB, wenn man es nicht mehr im Kopf schafft. Okay, also schauen wir uns Befehlsfenster 3,74 irgendwas, ein paar zerquetschte, das passt und der Effektivwert sind 5,7 irgendwas. Auch das erscheint nicht allzu abwegig für diesen Zeitverlauf. So, das war Aufgabenteil D. Es geht weiter mit Aufgabenteil E. Der war ja von Hand wirklich schon schwierig, weil man hier mehrere Zeitabschnitte aufschreiben musste. Das geht hier jetzt natürlich, wenn man das mit der Interpolation einmal verstanden hat. Und das Schöne ist ja, man muss, wenn die Interpolation einmal funktioniert, da überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken. Man gibt einfach neue Werte. Ich ändere das hier erstmal wieder alles in E und E und E. Das wird ins fünfte Fensterchen geplottet, der Zeitverlauf E, der Zeitverlauf E und hier unten muss der auch benutzt werden, um Mittelwert und Effektivwert auszurechnen. So, jetzt muss man vielleicht hier ein bisschen bruchrechnen oder man schreibt einfach hin ein Sechstel, dann haben wir ein Drittel, dann haben wir zwei Drittel und wir haben fünf Sechstel und am Ende noch eine 1. So. Am ersten Punkt ist die Spannung 0, dann ist sie U-Spitze, dann ist sie nochmal U-Spitze, dann ist sie minus U-Spitze hier und beim vorletzten Punkt nochmal minus U-Spitze. Das kopiere ich einfach und am letzten Punkt bei 1 ist sie 0. Das sollte passen. Einmal ausführen lassen. Es entstehen 5 Plotfenster, die anderen beiden klicke ich weg oder die anderen 4 klicke ich weg. Kurze Probe bis zu einem Drittel der Periodendauer, das ist die Hälfte der Periodendauer, nee, halt bis zu einem Sechstel. Also hier ist eine Periodendauer, hier ist die Hälfte, hier ist ein Drittel, hier ist ein Sechstel. Das passt, geht es hoch auf die Spitzenspannung, bleibt bei der Spitzenspannung, hat genau bei der Hälfte der Periodendauer wieder Nulldurchgang, geht runter auf minus die Spitzenspannung und wiederholt sich. Sehr bestechend einfache Definition dieser ansonsten doch schon recht komplizierten Funktion, einfach das punktweise zu geben und den Rest die Interpolation machen zu lassen. So, wenn man hier drauf schaut, Mittelwert sollte 0 sein, Effektivwert, naja, irgendwas zwischen 0 und 10. Wahrscheinlich auch wieder irgendwie sowas um die 5. Wer das letzte Video aufmerksam geschaut hat, kann sich vielleicht noch dran erinnern. Der Mittelwert, achso, ich stelle fest, ich muss mal hier noch das in E und D ändern. Also das hier unten ist
E-Mittelwert ist 0, Effektivwert ist 7,4 irgendwas. Okay, so, das passt. Das war E, es geht weiter mit F und ja, spätestens jetzt würde ich eigentlich jedem zutrauen, das auch alleine hinzubekommen. Ich mache es mal trotzdem einfach der Vollständigkeit halber. Also hier muss wieder ein F hin und ein F und ein F und ein F und ein F in den sechsten Plot. Die Funktion F, hier muss ein F noch hin, Aufgabenteil F, Aufgabenteil F und Aufgabenteil F. So, und wieder Werte, also bis zu einem Viertel passiert irgendwie was, dann haben wir bei drei Viertel etwas und am Ende einfach wieder eine 1. Und wir starten mit 0, dann geht es hoch auf U-Spitze, dann geht es runter auf minus U-Spitze und dann geht es wieder hoch auf 0. Das sollte eigentlich schon alles sein. Also einmal ausführen, warten bis 6 Plots erscheinen. Die anderen 5 klicke ich kurz weg. Eine kurze Probe, wir starten bei 0, wir gehen hoch auf 10 Volt bei einem Viertel der Periodendauer, wir gehen runter auf minus 10 Volt bei 3 Viertel der Periodendauer und wir gehen wieder hoch auf 0 und alles wiederholt sich. Wenn man hier scharf drauf schaut, sollte natürlich der Mittelwert 0 sein, weil sich die Flächen positiv gezählt überhalb der Zeitachse und negativ gezählt unterhalb der Zeitachse wieder aufheben. Und der Effektivwert, das ist eine reine Dreieckschwingung, sollte Spitzenwert durch Wurzel 3 sein. Kann man kurz anschauen. Mittelwert ist 0, das passt. Und der Effektivwert, wenn ich mal U-Spitze durch Wurzel 3 rechne, dann sieht man, das sind tatsächlich 5,77 irgendwas. Das passt auch. So, und das war Aufgabenteil F. Damit geht es schlussendlich nur noch um Aufgabenteil G. Also das Ganze noch einmal kopiert, einmal nochmal ganz viele Fs auf G geändert. Hier in der Interpolationsfunktion, da wo die punktweisen Funktionen wieder gegeben sind, in einen siebten Plot für Aufgabenteil G. Und die Werte für die Ausgabe einmal noch angepasst. Ja, und hier brauchen wir jetzt nur 3 Punkte. Wir starten bei 0, gehen hoch auf U-Spitze zur Hälfte der Periodendauer und gehen zum Ende der Periodendauer wieder runter auf 0. Das sollte eigentlich schon alles sein. Also das Ganze einmal kurz geplottet. Oh, und da habe ich irgendwo ein Fehlerchen gemacht in Zeile 93. Ja, hier habe ich aus Versehen die Klammer weggelöscht. So, und da geht es los. Jetzt sollten 7 Plotfenster erscheinen. Da ist das 7. Plotfenster. Ich klicke mal die anderen rasch weg. Wir starten bei 0. Zur Hälfte der Periodendauer gehen wir hoch auf U-Spitze. Zum Ende der Periodendauer geht es wieder runter auf 0. Und der Vorgang wiederholt sich periodisch. Wenn man hier jetzt scharf drauf schaut, sollte der Mittelwert natürlich bei 5 Volt liegen. Das kriegt man noch im Kopf ganz gut hin. Und der Effektivwert, dadurch, dass das wieder eine reine dreieckförmige Funktion ist, sollte wieder bei U-Spitze, dem Spitzenwert durch Wurzel 3 liegen. Kurze Probe, das passt. Mittelwert ist ungefähr bei 5. Effektivwert ist wieder bei den 10 durch Wurzel 3. So, und damit ist in diesem Video sehr schön gezeigt, wie man naja, wirklich ohne viel Mathematik, also man muss keine Funktionsgleichung aufschreiben, man muss einfach nur Punkte aus dem Diagramm ablesen und man muss geschickt diese Interpolationsfunktion nutzen und dann kann man sich damit sehr schön diese Funktion punktweise geben und einfach numerisch den Mittelwert und den Effektivwert ausrechnen. Und wie man sieht, ist das nicht super präzise. Ne? Also das hat kleine Rundungsfehler, die man natürlich dadurch ausbügeln kann, indem man die Grenzen hier noch ein bisschen geschickter wählt und vielleicht noch einfach ein paar mehr Punkte nutzt oder ein bisschen weniger Punkte. Das sind jetzt so genau die Sachen, die man sich ein bisschen ausprobieren muss. Und dafür ist es halt schlau, wenn man tatsächlich mal so einfache Funktionsverläufe hat wie diese, die man noch analytisch von Hand integrieren kann, damit man weiß, was bei denen genau rauskommt. Aber ansonsten kann man das mit der Interpolation jetzt natürlich ja auch für viel, viel, viel kompliziertere Funktionsverläufe nutzen, wo die Rechnung von Hand dann vielleicht nicht kompliziert wird, aber auf jeden Fall total länglich. Und da ist diese Interpolation hier total nützlich.